Man muss sich schon ein wenig überwinden, wenn man sich einem Drahtseil anvertraut. Vor allem, wenn dieses Seil über einer 400 Meter tiefen Schlucht hängt und man mit dem Kopf zuerst und bis zu 120 Stundenkilometern von einem Berg zum anderen rast. Im Süden Italiens können Touristen so von einem Ort zum anderen fliegen. Und seit zwei Orte in den lukanischen Dolomiten auf diese Weise verbunden sind, hat sich die Zahl der Touristen dort verdreifacht. Björn Heckmann über ein waghalsiges Vergnügen. Die Touristen fliegen tief, hier in den lukanischen Dolomiten zwischen Castelmezzano und Pietra Pertosa. Sie fliegen kopfüber von einem Ort zum anderen mit einer Minimalseilbahn, dem sogenannten Flug des Engels. Ich würde sagen, für jemanden, der Angst vorm Fliegen hat, ist das eine Chance, diese Angst zu überwinden. Mit absoluter Sicherheit und der Gelegenheit, die vorbeiziehende Landschaft zu genießen. Ich kann das nur empfehlen. Zugegeben, eine etwas gewöhnungsbedürftige Vorstellung. Sich geradewegs ins Nichts zu stürzen, gehalten nur vom Drahtseil. Das aber ist ja letztlich bei jedem Sessellift ganz ähnlich. Und so kamen französische Architekten auf die Idee beim Abendessen mit dem italienischen Bürgermeister. Sie meinten, es wäre doch toll, eine Drahtseilstrecke zwischen den beiden gegenüberliegenden Orten zu haben. Das wäre etwas völlig Neues, ein Seil, das zwei Dörfer auf diese Weise verbindet. Wagemutige können allein oder zu zweit fliegen und legen auf zwei Drahtseilstrecken insgesamt rund 3 Kilometer zurück. Mit einem Tempo von bis zu 120 km/h. Da lohnt sich der steile Aufstieg zum Startpunkt und auch die Mitarbeiter profitieren vom neuen Fortbewegungsmittel. Ich lebe in Castelmezzano und kann zur Arbeit fliegen. Deshalb mache ich das mehrmals pro Woche und ich finde es immer noch spannend. Es fühlt sich jedes Mal anders an. Die Fahrt von einem Ort zum anderen dauert mit dem Auto rund 90 Minuten. Per Drahtseil sind es weniger als 2. Doch denen, die sich hier mal so richtig ins Vergnügen stürzen, geht es nicht allein um Fortbewegung. Der wackelige Weg ist das Ziel. Das ist wirklich fantastisch, eine einmalige Erfahrung. Es lohnt sich, das auszuprobieren. Vor allem, wenn man die Mitte erreicht hat, spürt man das Tempo. Das ist ein Moment, in dem man Gänsehaut bekommt. Damit man auch wieder nach Hause kommt, gibt es 2 Drahtseilbahnen, eine für den Hin- und eine für den Rückweg. Freischwebend öffentlicher Nahverkehr für insgesamt 35 Euro. Auf jeden Fall aber ein Ausflug, der den Namen wirklich verdient. Wahnsinn, ich würde sterben.